Jörg Börjesson war Bodybuilder und je dicker seine Oberarme wurden, desto mehr trainierte er. Er wollte den perfekten Körper. Dafür arbeitete er hart und dafür nahm er auch Anabolika. Heute weiß er, wie gefährlich diese Medikamente sind. Er hat erlebt, wie sie seinen Körper schließlich krank gemacht haben. Experten gehen davon aus, dass tausende Jugendliche Dopingmittel nehmen, um ihrem Ideal vom starken, muskulösen Körper nahe zu kommen. Deshalb ist Jörg Börjesson heute als Mahner unterwegs. In dieser Woche war er in Neuss. Bilder lässt Jörg Börjesson sprechen, Aufnahmen seiner Dopingkarriere. Seine Zuhörer diesmal Schüler des Berufskollegs in Neuss. Börjessons Bodybuilding-Karriere fängt harmlos an. Mit 17 geht er erstmals in ein Fitnessstudio. Erste Erfolge stellen sich ein. Ich wäre natürlich froh, wenn ich heute noch so einen Körper hätte. Gut, vielleicht hätte ich noch ein bisschen die Beine da trainieren müssen oder andere Socken anziehen vielleicht. Aber das ist eine andere Sache. Ich meine, braun gebrannt und breites Grinsen, da war alles noch in Ordnung. Nicht mehr lange. Die Schüler erkennen, dass Anabolika immer mehr das Leben von Jörg Börjesson bestimmen. Der Körper des heute 41-Jährigen verändert sich massiv. Sein Geld verdient er als Trainer. Vor 10 Jahren hört er mit dem Bodybuilding und dem Dopen auf. Schockierend, an den Folgen leidet er noch immer. Und heute, ich habe einen Bandscheibenschaden, meine Gelenke sind auch kaputt. Mit dem Magen natürlich die großartigen Probleme durch diese ganzen Tabletten. Also ich habe da schon eine großartige Rechnung, die ich da zu tragen habe. Und da war ich gerade mal, sagen wir mal, Anfang 20, 21, 24 Jahre alt. Die Medikamente hat Börjesson längst abgesetzt, als ihm weibliche Brüste wachsen. Schlimme Schmerzen kommen hinzu, er muss sich operieren lassen. Die Schüler sehen das OP-Video, fast 1 Pfund beschädigtes Gewebe holen die Ärzte aus der Brust. Mir geht es darum, ich will zum Nachdenken anregen. Anhand meiner eigenen Erfahrungen, leidvollen Erfahrungen, die mich ja fast zugrunde gerichtet haben, die mir aber auch, sagen wir mal, erstmal die Kraft gegeben haben, zum Beispiel auch jetzt hier vor euch zu stehen, in Neuss zu sein, aber auch rastlos in ganz Deutschland unterwegs zu sein und da in Aktivitäten zu stehen. Immer noch besucht Börjesson Fitnessstudios wie hier in Düsseldorf. Er will die, die hier trainieren, aufklären, warnen vor den Folgen des Medikamentenmissbrauchs. Bei Berufsschüler Sascha ist das nicht nötig. Er geht zwar oft in ein Studio, Doping ist aber tabu. Klar, ich denke da schon drüber nach, aber ich glaube nicht, dass ich da mit jemandem reden werde oder so, weil, nee, geht nicht. Bin ich zu schüchtern für und so. Ist das so ein Thema, wo man generell dann nicht drüber redet? Das ist unangenehm. Leute im Umfeld, die man kennt, denen vielleicht davon zu erzählen und zu berichten, dass ich das halt jetzt alles so mitgekriegt habe und was ich halt jetzt hier alles erfahren habe, denen vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Bilder sind auf jeden Fall schon sehr hart, auch wenn man die OP sich anguckt. Manche haben ja schon eigene OPs gehabt, wo sie auch selber zugucken durften über eine Leinwand. Aber was da dann aus seinem Körper kam, war schon echt krass, also sehr erschreckend. Abschrecken, genau das will Jörg Börjesson. Die Schüler verlassen beeindruckt und schockiert die Pflichtveranstaltung in der Aula. Ja, Dr. Hans Geier vom Institut für Biochemie, angesiedelt an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Es gibt eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt, dass in den USA schon Jugendliche im Alter zwischen 11 und 14 Jahren Anabolika nehmen. Wie ist das hier in Deutschland? Wir haben in Deutschland verhältnismäßig wenig Studien hierzu. Wir haben jetzt im letzten Jahr von der Deutschen Sporthochschule aus eine Studie in Köln gemacht, in Jugendzentren, und haben festgestellt, dass etwa 7% der Jugendlichen im letzten Jahr Anabolika eingenommen haben. Das Durchschnittsalter war etwa 17 Jahre und das hat uns schon sehr erschreckt. Was richten Anabolika im Körper eines jungen Menschen an? Also die positiven Effekte für den Jugendlichen sind Muskelaufbau, Muskelwachstum über den Trainingseffekt hinaus. Aber gerade bei Jugendlichen haben Anabolika extreme Nebenwirkungen. Sie führen zum Beispiel zum Schluss der Epiphysenfugen, also zum Abschluss des Längenwachstums. Sie führen zu einer extrem starken Aggressivität. Sie führen bei Mädchen zu Vermännlichungserscheinungen, Bartwachstum, tiefe Stimme. Prinzipiell, oder die schweren Nebenwirkungen sind Leberschäden, Herzinfarktgefahr. Also es sind sehr viele Nebenwirkungen, die mit Anabolika verbunden sind. Wie kommen die Jugendlichen daran, an diese Medikamente? Es gibt verschiedene Quellen. Die Jugendlichen, die wir in Köln untersucht haben, sind an die Anabolika über den Schwarzmarkt gekommen. Also sie kaufen von Bekannten, von Dealern Anabolika und die zum Beispiel im Hinterhof eines Fitnessstudios verkauft werden. Die sind verhältnismäßig teuer und sie werden
dazu angeleitet über Schwarzmarktliteratur. Es gibt Bücher, die genau empfiehlt und genaue Hinweise gibt, wo man diese Substanzen bekommt, welche Substanzen man nehmen sollte und wie man das dosieren sollte. Ja, es gibt auch die Nahrungsmittelergänzungen. Wie kommen die da? Die sind ja ganz legal im Grunde genommen. Ja, das ist eine andere Gefahr. Wir beobachten zurzeit sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die sehr viele Anabolika enthalten, ohne dass die Anabolika auf der Packung dieser Nahrungsergänzungsmittel angegeben sind. Und das ist eine große Gefahr, mit der viele Jugendliche und Freizeitsportler zurzeit konfrontiert werden. Diese Nahrungsergänzungsmittel werden mit Fantasienamen ausgestattet und stark beworben als muskelaufbauend. Aber der Konsument weiß nicht, dass sie hochgefährliche, rezeptpflichtige Anabolika enthalten, die sehr gefährlich sind. Ja. Herr Dr. Geier, herzlichen Dank für Ihre Informationen. In Düsseldorf hat heute die größte Wassersport